So, willkommen zu Wächter von Teltow Pullende Versuch Nummer 3. Ich hatte gerade bei der standardtäglichen Beschwörung 2 Sternehelden. Und jetzt bekomme ich 4 Sterne Mana-Truppe, was für mich bedeutet, ich bin auf dieser Welle. Und jetzt schauen wir mal, ob hier was bei rumkommt. 3 Sterne Helden. Wollen wir die Theorie heute komplett widerlegen? 4 mal 3 Sterne Helden. 5. So. 6, 7. 8. 9. Und der letzte. 10 3 Sterne Helden. Ja, nice. Okay, ich. Was mache ich jetzt? Ich mache mal eine einzelne Beschwörung zwischendurch. Noch eine. Gefühlt bin ich in diesem Tief. Aber die sagen ja auch in Wellen, dass wenn man im Tief ist und nicht im Hoch, dann müsste dauerhaft Mist kommen. Und wenn jetzt plötzlich was ganz Starkes kommt, dann glaube ich an gar nichts mehr. So, jetzt machen wir nochmal einen Zehner. Wir hatten 2 Vierer hintereinander. Wächterfledermaus. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder 10 3-Sterne-Helden. 4. 5, 6, 7, 8, 9. Krass. Ich hab's gecallt. 20 3-Sterne-Helden bei den 2 Zehner-Beschwörungen. Und hier jetzt am Ende. Ah. Für mich ist die Theorie vom Tisch. Vielleicht war auch heute nur eine Welle für die Truppenbeschwörung und wir kriegen jetzt mal gelb. Okay. Das war es dann für mich endgültig bei den Wächtern. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es war sehr traurig. Haut rein. Tschüss.